Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist nach langer Zeit mal wieder soweit. Eine Cops vs. Racer Most Wanted-Ausgabe. Die ganze Polizeibelegschaft hat sich schon mal versammelt, dass ihr auch nochmal seht, was alles hier mit am Start ist. Wir haben hier Aventador, Cayenne, BMW M4, GTS, RS6 sogar hier mit einer Special-Einheit, beziehungsweise der Präsident halt mit einer besonderen Edition. Und dann noch Camaro auch mit am Start. Und die alle versuchen natürlich, diesen einen Racer zu schnappen. Das wird in der ersten Runde der gute Andy sein, der mit dabei ist. Des Weiteren aber auch noch mit dabei haben wir Rauschi, Betafekt, Darius, Date, Jenkins, JK, Bluto-Kaskade, TNT-Player, Muffin und Justin. Grüßt euch alle. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Moin. Wunderschön. Ja. Hallo. Boah, Übersteuern ist auch am Start, habe ich gehört bei einem, aber ist auch nicht so schlimm. Solange wir ihn gleich noch verstehen. Ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und gehen direkt mal los oder legen gleich mal los mit der ersten Runde. So, da startet der gute Andi auch schon los. Er fährt einen Königseck CCX unten an der Flussstraße in der Driftzone, fährt nach Süden weg, also kann zu White Horse fahren, kann zu Broadway fahren. Also gerade mal die drei Einheiten, die da in der Nähe sind, sollten da mal ein bisschen die Augen offen halten, also mehr so Richtung Vorgarten und so weiter, da auch mal drauf achten oder halt eben unten Broadway drauf achten. Eine Einheit, die in der Nähe von der Autobahn ist, vielleicht schon mal südlich Autobahn runterfahren. Das wäre eine gute Idee. 3, 2, 1, Risiko für mich! JK, ich muss sagen, du führst an, nicht Folge. Ich führe, du musst Folge leisten. Ich nehme ein bisschen Abstand. Das ist ja eine richtige Hierarchie hier bei den Cayenne-Fahrern. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Fluss direkt wieder hochgefahren ist. Ich fahr da mal hoch. Ich halte ein bisschen Abstand, nicht, dass hier hinten reinfahren. Ja, der Rest einfach mal, ich fahr mal in ihrem Gebiet bleiben halt. Westliche okay. Flussstraße gehört auch noch zu meinem Gebiet, das heißt, die fahr ich gerade mal lang. Die mach ich gerade. Achso, du fährst die westliche. Ja. Okay. Ja. Jetzt bei der Dreierkreuzung, Muffin, biegst du links ab und ich halte mich rechts. Weil östlich haben wir ja einen schon fahren. Jetzt hier. Ja. Okay, also ich bin gerade noch in das im Gebiet in der Flussstraße C-Seite, dann drehe ich einfach um und fahre runter Richtung Festival. Ja, aber meistens, wenn wir ihn jetzt noch nicht entdecken direkt, dann können wir eigentlich fast jeder in seinem Gebiet bleiben. Außer ja klar, ihr drei Einheiten da jetzt unten, ihr müsst euch sowieso ein bisschen absprechen, dass ihr da nicht auf einen Fleck die ganze Zeit fährt. Jo. Ich würde sonst einfach mal die Kreuzung da an den Serpentinen, diese Dreierkreuzung abdecken. Das war bitter. Und einfach mal da mich hinstellen. Ja. Ich fahre jetzt darüber, fahre auf die Seeseite und dann denke ich mal, dass ich auch meine Position einnehme. Und welche Farbe war das nochmal? Sorry. Orange. Ein oranger CCX Königseck. Orange, okay. Und er hat mich kackendreist gefragt, ob er einen One-to-One-Motor einbauen darf. Na klar! Tatsächlich mit dem One-to-One-Motor, das ist folgendermaßen, mit dem One-to-One-Motor ist der CCX einer der schnellsten und overpowersten S1-Heckantrieb-Fahrzeuge. Ja, ich fang grad die Straße wieder runter. Ist ja logisch bei dem Motor. Nee, ich hab mich gerade mal quer auf die Straße gestellt einfach. Komm, macht der super Konkurrenz. Darf er sowieso nicht, also mit dem. Benutzt meine Taktik wieder, mich einfach totstellen. Was ich übrigens ganz schön finden würde an die Cayenne-Fahrer, an die beiden, dass ihr mich ausreden lassen würdet und mir nicht ins Wort fallt. Das wäre sehr nett. Ja, sorry. Cayenne, bitte fall ihm ins Wort. Ich mag es, wenn er ausrastet. Ach, das weil er heißt ja jetzt seit neuestem nicht mehr Rauschi, sondern er heißt jetzt Ausrasteri. Ah ja. Das ist ja wieder gleich lauter, habt ihr gemerkt? Gleich übersteuert so ein bisschen der Typ. Eiskalt, ey. Kann doch nichts. Ich wieder am Übersteuern. Flashbacks? Fragezeichen. Nee, das war jetzt nur, wo du kurz was gesagt hast. Bisschen lauter, ist alles gut. Ja, also jeder mal Position ein bisschen abdecken. Gucken wir einfach mal. Ansonsten ab Minute 10 haben wir wieder Overwatch. Durch den Aventador. Check, hey, wo bist du da? Ich bin gerade. Ich fahr grad an. Vorsicht. Junge. Habe ich gerade voll erschrocken. Geh erst voll in die Eisen. Ja, achtet ruhig auch mal ein bisschen hinter euch. Andi ist nämlich gern jemand, der ja
Schaust immer wieder. Oder waren er erst sechs? So beide Cayennes ein bisschen. Ihr seid jetzt beide auf derselben Straße. Versucht schon ruhig das Gebiet, was ihr habt, da euch einer mehr südlich, einer mehr nördlich aufzuhalten. Sonst bringt jetzt nichts, wenn ihr beide da auf demselben Fleck die ganze Zeit unterwegs seid. Dann fahre ich mal wieder den Weg dahin zurück. Dass einer hier bleibt auf der Straße ist schon richtig, weil das ist die Hauptverbindungsstraße. Da ist die Wahrscheinlichkeit immer hoch, dass er da durchrauscht, aber. Hey, das ist mein Job. Oh. Dank mir durchflitzt. Frieden. Frieden. Wie im Kindergarten. Frieden? Ja, Frieden. Nein, zu Frieden. Frieden im Kindergarten? Was denn du für ein komischer Kindergarten, ey? Rein gibt im Kindergarten Frieden. Ja, wenn man da. Gab's nur. Da so bei uns wurde nur Krieg durch neuer Krieg ersetzt. Oh. Ein Krieg vorbei. Neuer Krieg. Nee, bei uns war das. Und gewonnen hat immer der am besten Fußball spielen konnte, also ich nicht. Willkommen. Es gab halt immer diesen einen, der einfach mördergut war, ja? Ja, aber der war meistens auch nicht gut. Wenn du den im Team hattest, dann hast du schon gewonnen und wenn nicht, dann nicht. Wobei wir hatten zwei, wenn ich ehrlich bin, die so krass waren. Deswegen, wenn die zwei zusammen im Team waren, dann war Schatz. Das Schlimme ist, wenn es vier sind und vier sind im Team. Oh. Dann kannst du einpacken. Dann wird's pervers. Ja, ich habe ihn. Wo? Richtung Strandstraße vor. Mhm. Wie heißt das noch so mal? Delfin oder? Auf die Karte. Fetch Corner. Ja, Delfin oder? Ja, Delfinstraße. Sollen sich die Cayennes auch in Bewegung setzen in die Richtung? Willst du einen? Wenn wir es genau wissen, versuch mal nur dran zu bleiben. Was fährst du für ein Auto nochmal da oben? M4. Ja, du kannst versuchen echt mal dran zu bleiben. Rechts ab, Richtung südlicher Kreisel. Okay. Alter, was ist mit der Mauer da los? Jake, hey, Also er ist auf jeden Fall Weg zum südlichen Kreisel unterwegs. Ja, ja, dann mal die Cayennes quasi am Anfang des Kreisels, also wenn ihr versteht, was ich meine, euch da mal hinsetzen. Beide. Du meinst von unten, also, wenn du Kreisel, von Ausfahrt Strandstraße. Ausfahrt Strandstraße. Und das mal ein bisschen zackig jetzt. Ich bin schon mal da. Ton anlegen! Let's go. Platt mit Doppel-T übrigens, ne? Also da, wo die Blitzerzone quasi anfängt. Ja. Oder aufhört, je nachdem von wo du es halt siehst, ja. Ah. Ja, aus Richtung Kreisel. Also, ja. Muffin, ich stehe. Ah ne, ist da. Der driftet ja, cool. So. Wenn ihr ihn spottet, sagt Bescheid an die Cayennes. Wir haben ihn. Er ist gerade an uns vorbei. Er in welche Richtung? Richtung Norden. Fährt, ja. Also er fährt wieder auf die Autobahn drauf. Infahrtrichtung oder Gegenfahrtrichtung? Das haben wir jetzt nicht gesehen. Nee. Schade, das ist schlecht, weil ich bin auf der Autobahn und bin jetzt im Tunnel. Das heißt, ich sehe nicht, wo er rauskommt. Da muss ich jetzt hier warten und gucken. Soll ich mal okay, Richtung Autobahn aufverlagern? Er ist Infahrtrichtung, er ist zweiter Tunnel jetzt drin. Also wird jetzt dann gleich zweite Ausfahrt sein, beziehungsweise die Autobahnausfahrt, aber ich kann jetzt nicht so schnell wenden. Das heißt, er wird über alle Berge sein. Was macht denn hier der M4? Er fährt aber weiter Autobahn. Er fährt weiter Autobahn. Runterfahren. Ich bin gleich über Flugplatz. Autobahn. Ja. Kommen quasi entgegen. Hey, alternative Wege. Ja, alternative Wege. Nicht irritieren lassen, da fährt noch ein roter Ferrari durch die Gegend. Ja, der ist gerade durch den Kreisel gedriftet. Der 488 Pista. Das ist halt schwierig, weil wir jetzt leider nicht wissen, wie er weitergefahren ist. M4, fahr du mal weiter. Weiter. Ich auch. Jo, rammt euch nicht ab, Leute. Da ist nicht gerade ausgefahren, nicht gerade ausgefahren. Okay, dann müssen wir hier ab. Dann muss mal einer Richtung. Ich fahr Flugplatz. Castle View Road in die Richtung einer Flugplatz. Ich mach mal Verbindungsstraße. Super, Flugplatz ist der eine M4, der weitergefahren ist, fahr du mal zu Castle View Road dann rüber. Herr Jack, wo bist denn du eigentlich? Bin jetzt also Flugplatz ist ja nicht über Nord, ist dann auch nicht. Ich seh. Kann ich nur zurückgeben? Also ich fahr. Also ich denke mal, der wird halt einen relativ starken Powerbuild haben mit dem Königsegg. Das heißt, der wird, denke ich mal, taktisch immer versuchen, relativ schnelle Straßen zu fahren. Muffin, ich spring gerade über das Gefahrenschild. Oh. Okay, Leute, macht eure Autos nicht unnötig kaputt. Ich habe tatsächlich keinen Schaden davon gekriegt, bin übel stolz. Ich würde euch bitten, immer. Ja. Aber weiter dort, kommt ihr entgegen, ne? Ah, ja, er fährt Verbindungsstraße Richtung Flussstraße Ost. Ja, gerade entgegengekommen.
Oh, Alter, ob die sich mal gewendet haben. Ja, ich kann mich direkt porten, ey. Ja, ihr dann. Ich gehe davon aus, dass geradeaus weitergefahren, weil ich keine Reifensprung gesehen habe. Ja, ist er Flussstraße runter, also Süden gefahren oder wie? Oder nur die Richtung? Ne, nur in die Richtung. Ich habe ihn jetzt quasi auch schon wieder verloren. Das heißt, er könnte auch auf See rübergefahren jetzt sein. Ja, er könnte auf See rübergefahren sein oder auf Griffclub. Er könnte alles gemacht haben. Ja, okay. Ich fahre. Er ist mir halt, wie gesagt, auch nur entgegengekommen. Jack, hey, wo fährst du gerade? Ich bin gerade, quasi bei unserem Startpunkt. Ich fahre gerade rüber. Da begebe ich mich gerade wieder hin. Ja, nice. Ansonsten Rauschi, kann dich eh dann gleich schon mal bereithalten. Jo. Ja, wir müssen im Prinzip, Rauschi, musst du versuchen, dass ich rankomme, weil ich die mit den M4s die stärkste Einheit habe. Jo. Ich hoffe jetzt mal, dass ich schon mal in der Nähe bin. Also Rauschi darf dann 3 Minuten lang spotten. Ja, genau. Da sehe ich mich. Oh fuck. Also auf Triffclub ist er nicht. Und ja, ab jetzt darfst du. Und jetzt. Okay, warte. Einfach Filter anmachen. Moment. Jetzt. Andi. Wo ist denn der gute Andi? Das ist Andi. Und zwar, er ist Güterbahnhofstraße Richtung Güterbahnhof. Ist jetzt an der Kreuzung mit Esse. Die biegt er nicht ab. Er fährt Güterbahnhofstraße weiter. Also ist Richtung jetzt Autobahn. Jetzt auf Höhe des Güterbahnhofs. Er ist Richtung Autobahn unterwegs. Höhe Güterbahnhof an dem Dirtweg, den durchgezogenen vorbei. Jetzt die an der kriegen wir nicht mehr so schnell dahin, ne? Nee. Dann, ja, sag mal, wo er hinfährt, welche Richtung. Am besten sagst du an, wo die Cayenne sich platzieren sollen. Du kannst es besser einschätzen. Wenn es eine Situation fährt ergibt. In die Highlands rein. Die Cayenne bitte. Nee, das ist zu kurz. Das kann man nicht machen. Jetzt. Er muss jetzt da vorne entweder. Wenn er zur Farm fährt, dann weiß ich, wo er die Straße. Wissen wir, wo wir Straßensperre machen, und wenn er in die Highlands fährt, quasi auch. Ist jetzt gleich an der Kreuzung mit den Highlands, also mit der Bergbaustraße. Dann bin ich mal M4s Richtung Farm zu fahren und ich versuche die andere Highlands Richtung. Ja, Farm, er fährt Richtung Farm hoch. Okay, die Cayenne, bitte Straßensperre. Quasi. Können wir oberhalb vom Farmschild? Ihr könnt überall eine Straßensperre machen, verdammt nochmal. Und dann oberhalb vom Gefahrenschild. Lass mal Rauschi ausstehen. Nee, ja. da ist er schon. Oberhalb von dem Gefahrenschild ist er quasi schon. Ich würde die Straßensperre da, wo dieser Dirtweg vom Güterbahnhof aus in die Bergpassstraße mündet, da würde ich die Straßensperre setzen. Da, wo Ray jetzt gerade ist. Ja, davor. Genau, also hier. Genau. Der wird jetzt gleich kommen bei mir, oder? Nein, JK, nicht da. JK unten. Rauschi, ich muss jetzt wissen, dass ich mal richtig aufstelle. Rauschi! Ja? Hier, sag doch mal! Wo ist er hin? Andi hat sich repariert. Er hat sich repariert, er fährt oben wieder raus. Nach Norden. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Nach Süden oder nach Norden? Nach Norden hoch. Er ist nach Norden raus. Also er fährt wieder oben raus, okay. Das heißt, die Straßensperre. Straßensperre war. Ja, ihr müsst stehen bleiben, weil ihr den Reis nicht gesehen habt, glaube ich. Er fährt dann wieder Richtung nördlicher Kreisel, oder? Ja. Er fährt noch nicht Richtung nördlicher Kreisel. Er fährt erst jetzt an die Kreuzung hin. Und doch, er fährt Richtung nördlicher Kreisel, Güterbahnhofstraße runter. Scheiße. Er stand dich richtig? Hier steht nur ja, ich. Ja, JK nicht. Muffin, achso. Ja. Ich stehe jetzt hier zwei Dirtweg, ne? Dirtweg, JK. Ist es an der Kreuzung mit der Güterbahnhofstraße, fährt Richtung Autobahnkreisel. Peter, du kommst ihm direkt entgegen. Ja, Andi ist jetzt am Autobahnkreisel. Versucht dran zu bleiben. Er ist an der Autobahn, ich muss raus aus dem Overwatch. Ja, ich bin dran. Fährt Richtung Edinburgh da rein. Okay, dann muss Känguru-Straße dann fahren. Ja. Dann fahre ich jetzt schon mal woanders lang. Versuch nur dran zu bleiben, nicht rammen oder so. Ja. Komm weg mit dir, du scheiß Passant. Ist jetzt in der Driftzone? Ja, Rage Ray. Ja, das war jetzt gerade halt echt ein bisschen blöd. Weil ich sag halt Rauschi, was macht er? Und Rauschi labert halt über alles Mögliche. Aber nicht das, was ich gebraucht habe. Aber ist jetzt eh egal, weil er sich eh repariert hat. Ist jetzt bei der Unterführung. Waffe noch 30 Sekunden und jetzt. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr wirklich. Okay. Ja, ich bin leider noch nicht auf der Känguru-Straße.
komm, fahr jetzt erst drauf. Das heißt, er könnte halt Bermuda-Dreieck fahren. Achtmal halt auf Bremsspuren oder so, ob er da abbiegt oder nicht. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Ja, war es kommt noch einer dran. Geradeaus. Ja, da ist er. Ich sehe ihn am Horizont. Ist jetzt ja, bei der Blitzer fast. Er biegt PXH-Strecke ab. Ist quasi, quasi da, wo die PXH-Strecke sich überschneidet gleich. Okay. Ich versuche also, nur dran zu bleiben. Muffin, wir können wieder los. Okay, ich gebe schon. Er fährt genau auf die Überschneidung jetzt zu. Also da, wo die Häuser auch stehen. Also ist genau drauf jetzt da. Okay. Oh mein Gott. Versucht links auszuweichen, wenn ihr entgegenkommt. Okay, ich habe mich dann mit einem Sprung alles zerstört. So, ist quasi fährt PXH-Teststrecke jetzt rückwärts, dadurch die schnelle bergab, jetzt halt für uns bergauf. Boah, sehr schnell, ey. Immer noch PXH, also es wird Richtung Wasserloch gehen. Kann ich kommen ja, gehen? Er wird Wasserloch fahren. Wir sind jetzt in dem Geschlängel. Ist noch vorm Wasserloch. Ja. Vorsicht, rechts. Ja, er hat Zeit gekostet, war gut. Sind jetzt sehr Wasserloch. Schön. Passanten. Fahren jetzt auf die, kurz auf die Driftclub fahren, aber nach Süden runter. Also wir fahren auf jeden Fall auf die Hauptkreuzung. Fahren weiter geradeaus als. Nee, er bremst ab, wir gehen auf die Verbindungsstraße. Ach, viel zu spät gesehen, das war mein Fehler. Verbindungsstraße Richtung Osten, also Richtung Autobahn. Ja, das jetzt verliere ich ihn leider. Er fährt halt gnadenlos sein Topspeed aus. Naja, dann einfach. Ich habe die Bremse zu spät realisiert und die Bremse vom R6 sind halt Panne irgendwie. Vergleich. Immer noch Verbindungsstraße, aber ist aber viel zu schnell, also ich werde ihn nicht sehen leider. Ob er davon abbiegt oder nicht. Also ich habe ihn verloren, ganz klar. Ja, ich war aber nicht so. Laut den Reifenspuren würde ich behaupten, er ist weitergefahren Richtung Autobahn. Ja, er fährt weiter Richtung Autobahn. Oh Gott, ey, das ist echt fies, ey. Ja, fährt weiter Richtung Autobahn. Herr Jackie, fährst du gerade? Ich bin gerade hier in so einem kleinen Waldabschnitt. Weißt du, wo diese Pfütze ist? Eine Pfütze. Ja, die eine Pfütze, ich glaube, da bin ich gerade entlang, weil ich fahre gerade zum nächsten Spielerhaus, weil ich habe nur mit dem Einsprung 31 Motor gedrückt. Immer Alternativrouten? War gerade keine Absicht, ich also bin nur keine Ahnung, Kurve wo er ist. Ist jetzt auch keine Reifenspuren hier oder so. Kann überall also, Muffin, sein. Ich keine bin Ahnung. Gleich so rund um Eliminator, da wo das auf der Map ist. Da bin ich ein Stück weit entfernt, weil ich fahre gerade in die Nähe zum Spielerhaus. Ich fahre mal wieder also auf ich Position. Ich habe ihn verloren, ja. Wow. Ja, der hat Power. Ja klar, der Power. Ich weiß auch, wie man da einsetzt. Muss er ja auch ausnutzen. Da ist bist du auf der CCX ist halt auch schon mit dem Stockmotor schon verdammt schnell. Ja klar. Dem wiege ich ja fast nichts. Ja, wieder auf Position bringen. Naja, wir wissen nicht, wo er ist. 1-2 wiegt er schon. Puh. Vergiss immer einen Timer zu stoppen, die Stoppuhr zu stoppen. Lol. Noch einen Kilometer bis zum Spielerhaus. So, und da nochmal der Hinweis, weil ich das jetzt nicht angesagt habe. Also ihr müsst nicht immer noch auf Ansagen von mir achten. Gerade jetzt sowas wie Verbindungsstraße. Wenn ihr merkt, als Standardeinheit, also als R6 oder als Camaro, ihr seid ganz woanders, da hätte man jetzt ganz gut Castle 4 Road sich importieren können und ganz schnell auf die Verbindungsstraße entgegenfahren zum Beispiel. Weil ihr habt ja die Möglichkeit, euch jederzeit zu teleportieren dahin. Und dann wäre ja ganz schnell und hätte vielleicht entgegenfahren können. Nur so als Tipp, ne? Also ich habe jetzt auch zu spät da dran gedacht, weil ich halt zu sehr auf mich jetzt geachtet habe und versucht habe zu verfolgen. Ich habe ihn wieder vor Richtung Autobahn, was ist das? Abfahrtunnel in die Richtung. Ah ja, okay. Ah, ich musste umdrehen, ich sehe ihn schon nicht mehr. Ja, dann wird er Richtung südlicher Kreisverkehr runterkommen. Die Cayennes schnell sind halt auf den Kreisel unten hin, aber da müsste er richtig schnell sein. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Bin jetzt Windfarm. Bin jetzt. Straßensperre meint Ray eigentlich auch. Ich glaube, er ist ja, nee. Rein Richtung südlicher Kreisel. Ja, da wir ja nicht wissen, in welcher Fahrtrichtung. Also, jetzt gerade war. Macht keinen Sinn, ja. Ja, wie gesagt, er wird hauptsächlich Autobahn jetzt halt nutzen. Die ganze Zeit, die ganzen schnellen Geschichten die ganze Zeit nutzen. Südlicher Tunnel, gleich an Kreisverkehr. Ist er? Hast du südlicher Kreisverkehr, ja. Ja. Hätten wir da eine Straßensperre gemacht. Mensch, hat aber keiner dran gedacht.
Mal, muss ich jetzt einfach chemisch sagen, tut mir leid. Alles gut. Oh nein, jetzt bin ich schon rein. So, Autobahn. Südlicher Kreisel, also ich weiß mal schon, wohin. Kreisel hin. Zum Strand würde ich mal behaupten. Okay, dann biege ich hier ab und fahre zum Strand runter. In Hoffnung ist Käse. JK, wir treffen uns mal wieder irgendwo. Ja. Und ich fahre jetzt. Weil ich bin jetzt. Das ist Nana. Fluss. Ich bin jetzt am Fluss. Fahr jetzt zum Startpunkt. Ist das von dem. Ach, du meinst Morehead. Zum Blitzer Morehead Windfarm. Ja, also ist es sicher, dass er Richtung Strand gefahren ist oder nicht? Nein, ich fahre auch gerade zum Strand. Aber nicht sicher. Ja, bis ich da bin, könnte er halt schon durchgeschlüpft sein, deswegen schwierig. Oh nee, Baum. Ja, gut, ah, doch, da ist er. Delfinstraße ist er. Richtung Autobahn, also Richtung Westen. Kann aber nicht sagen, ob er da vorne abgebogen. Nee, fährt weiter Richtung Autobahn. Zu diesem Dreieck, was da ja dann kommt. Wo auch die Güterkreise sind. Fast vorbei. Ich hatte fast mit. Da war ich eben gerade vor 10 Sekunden. Müsstest du ihn gesehen haben, oder? BMW da vorne? Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Er ist dran vorbeigefahren, aber habe ich gerade gewendet. Ja, ja, alles gut. Okay. Ja, so Richtung Autobahn. Ja, mein Fehler. Aber ich bin nicht dran. Das für mich also ist er auch schon weg. Ist zu schnell einfach. Ich bin in der Nähe von der mittleren Auffahrt. Auto. Scheiße. Fährt er nicht schon hoch? Keine Ahnung wohin. Fahr du mal geradeaus weiter, M4. Ich fahr mal auf Autobahn, aber. Mit 65% ich geh Overwatch. Ich geh Overwatch. Komplett vergessen, ich geh Overwatch. Ja, okay, ich hab nicht geh Overwatch. Frontal. Ja, wir ziehen dann halt 30 Sekunden nach, ist egal. Du bist ja später rein. Ja, er ist Autobahn. Er fährt Autobahn, ist jetzt an der mittleren Kreuzung, also an der Verbindungsstraßenkreuzung. Fährt ab. Kommt zu spät. Jenkins, du bist gerade auf dem Holzweg. Du müsst geradeaus durchfahren. Beta, fahr geradeaus durch. Sag, wo er hinfährt, Andi nicht wo wir hinfahren. Andi steht. Wo? Auf der mittleren, auf der Verbindungsstraße. Hat oder die Sitzung verlassen. Komplett weg. Dürfte. Okay, ja, kurz Pause. Andi ist rausgeflogen. Pause. Wir machen kurz einen Cut in der Hoffnung, Andi kommt wieder rein, das setzen wir genau da weiter. Also alle stehen bleiben. Jo. Ja. Er setzt sich in Bewegung, fährt rückwärts, fährt Richtung Autobahn. Also Verbindungsstraße Richtung Autobahn, jetzt gerade an der Autobahnkreuzung mit der Verbindungsstraße. Er fährt auf die Autobahn Richtung Süden. Ja, da ist er jetzt erstmal für die nächsten 20 Sekunden wahrscheinlich. In oder entgegen? Auf genau, fährt Autobahn Richtung Süden, in, das sehe ich nicht, ob er in oder gegen Fahrt Richtung Seite. Fährt. Ich tippe mit Fahrtrichtung. Richtige Seite, ja. Ich bin jetzt gerade am rechts vorbei. Südlichsten Kreis. Hat, glaube ich, einen Passanten mitgenommen von der Karte weg. Er dreht um. Er fährt jetzt Richtung Norden. Ja. Fährt wieder in den Norden. Okay, komm ich entgegen. Mit oder gegen? Gegen. Fährt gegen, glaube ich. Mhm. Glauben. Heißt nicht wissen, ja, wer wieder runter. Er ist jetzt an der Abfahrt, er fährt ab. Rechts, er links? Fährt quasi jetzt nach links, biegt links ab Richtung Westen, Richtung Verbindungsstraße. Haben gesehen. Ist jetzt Audi, Verbindungsstraße. Vorbei. Ist jetzt an der Kreuzung mit der Bauernstraße, fährt weiter geradeaus. Fährt weiter Verbindungsstraße. Ja, dann muss deine Speed wieder aus. Cayenne, weiter mal, Verbindungsstraße. Mach mal an der Hauptkreuzung schnell. Eine Sperre. Ich hab vergessen, meinen Timer wieder zu starten, by the way. Er fährt weiter Verbindungsstraße. Ich sag's dir. Gut. Verfährt, biegt ab Blumenhügel. Mhm. Das ist jetzt bei mir jetzt ab Richtung hier, glaube ich. Mhm. Die nächste Race. Okay. Nee, die jetzige. Die nächste ja, im Sinne von jetzige, sag's doch. Sorry. Ja. Waffeln, wo bist du? Bei mir ist es gerade. Also ist jetzt Windparkstraße. Wow. Windparkstraße Richtung Osten. Ist fertig, raus. Quasi Richtung raus. Autobahn wieder. Hä? Okay. Cayenne? Wo fährt Windpark der? Windparkstraße Richtung Osten. Windpark Richtung Osten. Windparkstraße Richtung Osten. Das heißt, er fährt Richtung Überfahrt. Oder kann halt da vorne dann wieder abbiegen. Ja. Ja, und es läuft ja auch jetzt Richtung. Also die beiden
Camaro sich schon mal bereithalten, um Strand zuzustellen. Nur schon mal zum Hinweis. In der Overtime kann man porten, ne? Ja. 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 Aber da musst du schnell werden. Ja, der wird Richtung Strand fahren und will da wahrscheinlich zumachen, bin ich wetten. Also ich würde mich dann für die nächste Zustellung bereitstellen. Ja, stell... Du bist Cayenne. Ja, ich habe aber schon 20% Schaden. Echt? Ja. Wir haben den NPC die Vorfahrt genommen. Auf. Ja, ich mache nur das Status. Ja, ich gehe davon aus, dass er... Ja, Cayenne, runter mal zum Strand stellen einfach. Also zur Hütte, Strandhütte. Längst weg. Ja, ich kann mir dazu vorstellen, dass er da durchgefahren ist, weil jetzt in 30 Sekunden ist vorbei. Und das würde genau sich ausgehen, mehr oder weniger. Das heißt, ja, er könnte halt natürlich auch Bamber Rock Castle sein. Da könnte er natürlich auch rein. Also ist ja alles da unten. Also ich denk's mal, dass so ist. Wir wissen es natürlich nicht. JK, wo bist du? Bin gerade beim Haus gespawnt. Ich komme jetzt nach vorne. Ja, stell dich hin. Stell dich hin. Alles gechillt. Genau. Arsch an Arsch. Ja, es steht halt ein bisschen bei dem Arm. Ja, dann wird Bamber Rock Castle zustellen, beide Camaros jetzt. Ja. Jetzt passt. S on S. War das jetzt Overtime schon? Jetzt Overtime, ja. Ja. Keiner mehr reparieren. Ist das vorne an der Straße die Sperre? Ja, ne? Ja, immer vorne bei der Einfahrt, bitte. Ich stehe. Na, dann könnte er jetzt halt Ding noch gehen. Aber da werden wir ihn jetzt nicht mehr einholen können. Da ist er, fährt Richtung Strand vor. Er fährt Richtung Strand, ja. Umkehren. Oh, jetzt habe ich ihn nicht so geschrottet, glaube ich. Ja. Mit oder gegen Fahrtrichtung? Fährt Richtung Süden, also fährt Richtung... Ja, keine Ahnung. Das ist ein Strand. Halt. Ich meine, das ist eine Landstraße. Er fährt Richtung Strand runter. Ich gesehen hatte, er ist nicht hingeballert. Also die Cayennes müssen halt sagen, wo er da fährt, ob er weiterfährt oder wie auch immer. Okay, weil ich ihm entgegenkomme, deswegen frage ich so doof. Ja, aber wir wissen es doch nicht. Das ist eine Landstraße, da kann er ständig die Richtung wechseln. Ja. Vor allem, der kann mehrmals abbiegen. Also. Wo fährt er lang? Oh, da kommt was Schnelles. Bei uns ist er nicht vorbeigeschossen. Nein. Labern nicht, natürlich muss er da vorbeigefahren sein. Bei uns ist er nicht vorbeigeschossen. Der ist hier nicht vorbeigekommen, ich schwöre. Schwöre auf mein Cayenne. Ich schwöre auf meinen Reifenschaden. Er kann nicht offroad abgebogen sein. Es durfte er gar nicht. Also mir ist er auch noch bis jetzt noch nicht vorbei, ich bin gleich am Kreisel. Und die Delfinstraße hättet ihr ja gesehen, wenn er da abgebogen wäre. Ja. Behind you. Hinter mir? Lieber Martin, hinter mir ist Muffin. Hi. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich eh nur noch abwarten, bis er irgendwo sich repariert, beziehungsweise das Ding beendet wird. Wir wissen überhaupt nicht, wo er ist. Ja! Ich glaube, das lief aber blöd. Andi hat seine Stärke ausgenutzt und wir haben es leider nicht hinbekommen. Ja. Ihn in eine richtige Verfolgung zu zwingen, beziehungsweise ihn mal richtig aufzuhalten. So im Nachhinein betrachtet, denke ich mal, hätte ich es gewusst, hätte ich mich mehr geopfert und ihn mehr abgerammt, um ihn einfach ein bisschen auszubremsen. Weil ich habe nicht geschafft, mit dem Auto eine Verfolgung hinzubekommen. Und hat aber eigentlich gut auch gespielt. Das muss man auch mal so ihm zollen. Ich denke, wir können hier an der Stelle einfach schon abbrechen, weil ich glaube nicht, dass wir noch eine Verfolgung mit einer Festnahme hinbekommen. Deswegen gibt's jetzt den Cut, dann das Ganze aus meiner Racer-Sicht. Und mal gucken wir mal, ob ich das ähnlich gut wie Andy hinbekomme. Oder aber, ob die Cops sich dann dementsprechend stärker anstellen. Deswegen bis gleich. So, Seiten sind getauscht. Ich habe mich mal hier für den Carrera S entschieden, 992 Baureihe. Mit ein bisschen mehr Bums, kein Allradumbau, also Heckantrieb. Auch ein Fahrzeug, was auf jeden Fall gut Speed aufbauen kann. Also im Prinzip jetzt ähnliche Taktik dann gleich wie bei Andy. Hat ja bei Andy gut funktioniert, weil er gut gespielt hat und wir in den ein oder anderen Situationen ein bisschen unglücklich waren. Ja, aber dazu sage ich gleich nochmal was. Also wenn ich ein bisschen angespannt, ein bisschen angepisst gewirkt habe gerade, lag das eher daran, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass halt einfach nichts funktioniert hat so richtig. Aber das ist nichts gegen die anderen Jungs, sondern auch, weil ich selber zum Teil kleine Fehlerchen gemacht habe oder hätte besser agieren können. Das ist ein Erfahrungswert, den auch ich mitnehme für die nächsten Ausgaben. Jetzt aber bringt mir der Erfahrungswert nur semi was, denn ich bin jetzt Racer und ich würde sagen, ich gebe den Jungs mal das Startsignal und dann geht's los. 25 Minuten auch für mich, in der Hoffnung, ich überlebe. Und dann schauen wir einfach mal.
So, ja, Andi hat tatsächlich, ist tatsächlich auch nicht an den Cayennes vorbeigefahren da unten. Also die haben den nicht übersehen, denn es gab noch eine Möglichkeit abzubiegen, aber das sieht man dann höchstwahrscheinlich aus Andis Perspektive oder Sicht. Deswegen da vielleicht auch mal reingucken, der ist nämlich einfach bei Bamber Rundkurs abgebogen, hat einmal gedreht und ist an Carlsenfield Road rein. Das habe ich leider übersehen, da habe ich selber nicht dran gedacht. Aber ich glaube, wir hätten ihn so oder so nicht mehr bekommen. Dem her alles cool. Jetzt aber Konzentration auf uns und ja, jetzt gucken wir mal, ob ich es Andi gleichziehen kann oder nicht. Werden wir sehen. Da waren schon die ersten Cayennes. Das heißt schon mal, Verbindungsstraße ist schon mal nicht so gut gedeckt. Ich fahre da trotzdem nicht hin. Ich fahre hoch zum mittleren Kreisel und fahre dann, lass mich überlegen, fahre dann Drift Club runter. Meine Idee. Das ist schon mal ein Kopf, das ist mir aber relativ egal. Ja, Stockmotor, den ich hier aufgebaut habe. Kein Engine Swap, eben kein Antriebswechsel. Nicht die geringste Gewichtsreduzierung drin, nur die Sport, also trotzdem noch 1,3 Tonnen, die hier bewegt werden. Aber trotzdem, die Power wird ganz gut in Kurvengeschwindigkeit umgesetzt. So, das ist schon der nächste Kopf, wenn ich das richtig sehe. Das ist halt doof, dass so viele auf einmal jetzt hier am Anfang schon mich spotten. Deswegen muss ich jetzt immer versuchen, relativ schnell von A nach B zu kommen. Die Kuppen hier sind auch immer gefährlich, weil ich nicht weiß, ob hinten dran einer kommt oder nicht. Die Anspannung ist gleich viel höher oder ist anders einfach als Racer. Ja, ich glaube, ich fahre mal Richtung Festival. Ah, da ist noch gar nicht Kreuzung. Eins zu früh. Das war nicht so gut. Bisschen zu früh runtergeschaltet. Ah, ich fahre gerade auch wie so ein Idiot, ey. Na gut, der Heckmotor merkt man trotzdem ein bisschen hier. 992. Und natürlich keine Forza Aero am Start, sprich, je schneller ich durch die Kurve fahre, je weniger Anbrissdruck. Versuche natürlich jetzt auch nicht sinnlos einen Unfall zu bauen oder so. Keiner dran auf jeden Fall, schon mal sehr gut. So, jetzt ist natürlich risky. Ich könnte jetzt Goliath fahren, da ist aber meistens eine Einheit positioniert. Aber nur eine Einheit, das heißt, wenn ich es gut mache, könnte ich der vielleicht umgehen. Thank you.
Ja, es tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel sage. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Gerade weil ich jetzt doch so viele Cops direkt am Anfang gesehen habe. Und man da nie so richtig weiß, ob das gut ausgeht oder nicht. Ab Minuten 10 bis 13 ist wieder Overwatch. Da muss ich dann auch ein bisschen aufpassen. Also meine Idee ist jetzt, Ambleside durchzufahren, auf die westliche Seeseite, die durchzubrettern. Wenn keine Verfolgung stattfindet jetzt hier in Ambleside. Und dann Richtung Highlands. Und dann müssten wir schon bei der 10-Minuten-Marke ungefähr sein. Würde ich jetzt einschätzen. Und dann ähnlich wie Andy, sobald die erste Overtime läuft, da oben ein bisschen rumzugeistern. Jetzt sieht es gut aus. Vorsicht, hier ist halt Spawn der Standardeinheiten auch. Nicht, dass da gerade einer spawnt. Sieht gut aus. Und hier schätze ich mal, ist sowieso keiner unterwegs. Da würde mich jetzt halt wundern, wenn Andy jetzt dann doch einer dahin stellt. Ja, und mein Gedankengang ist auch so ein bisschen, was ich bei Andy jetzt wieder festgestellt habe. Und wenn sich das jetzt in meiner Runde so ein bisschen bestätigt. Die Racer, die auf Hinterradantrieb setzen, dürfen ja einfach mehr LI verbauen. Und meistens endet es damit, dass die Fahrzeuge eine extrem hohe Topspeed haben. Ja, Andys Königsegg wird bestimmt an die 400 km/h Spitze fahren. Und auch der Porsche hier kann 385 Sachen fahren. Und ich denke halt einfach, das ist zu schnell. Keine Einheit, die wir haben, kann so schnell fahren. Nicht mal der Aventador. Und deswegen müssen wir entweder die LI wieder ein bisschen einschränken für den Racer, dass es einfach wieder auch für spannende Duelle reicht. Oder wir müssen einfach die Topspeed begrenzen, dass wir sagen, hey, egal wie du aufbaust, okay, Beschleunigung, ja, aber Topspeed ist halt bei 340 oder 330 Schluss oder so. Weil, ja, es sollte eher damit, also man sollte eher das fördern, dass der Racer eher ein Fahrzeug hat, was durch Kurven jagen kann oder sonst was, anstatt dass es halt ständig so nur diese Highspeed-Geschichten gibt. Weil rein taktisch gesehen wäre es jetzt dumm von mir, nicht Straßen zu fahren, die relativ schnell sind. Und das hat Andy ja auch nicht gemacht. Er ist zwar, hat er nach laut eigener Aussage, nie zu lange auf der Autobahn verweilt, aber er hat trotzdem sie immer wieder gesucht. Und das ist ja auch nicht verwerflich, das ist absolut richtig. Also Andy kann man gar keinen Vorwurf da machen. Das mache ich jetzt auch nicht anders. Ich meine, man spielt so, dass man halt für sich selber den größten Vorteil erzielt. So wie es die Regeln hergeben. Aber wir sagen ja immer noch, Most Wanted ist immer noch ein Format, was immer noch nicht final ist, entwickelt. Aber ich glaube, wir haben gute Wege schon gegangen oder sind schon gute Wege gegangen. Und ja, das einfach schon mal so als Hinweis. Und wie gesagt, das mit der Kopfrunde. Ich entschuldige mich nochmal hier in aller Form, sollte ich gerade ein bisschen leicht pisst oder genervt oder angespannt gewirkt haben. Angespannt war ich tatsächlich, weil ich wollte natürlich Andy stoppen. Hat aber nicht so geklappt und einfach, ja, viele Sachen sind blöd gelaufen. Wie eben der eine M4, der vor mir die Handbremse zieht. Oh, da habe ich einen Spiegel gerade. Ne, der hängt noch dran. Jetzt ist er weg. ein Andi, der eine Handbremse zieht. Moment, ist da einer dran? Nicht Andi, der der M4, der eine Handbremse vor mir zieht und voll in meiner Karre jagt. Solche Geschichten. Ja, dass ich halt versucht habe, an Andi dran zu bleiben, obwohl es wahrscheinlich geschickter gewesen wäre, ihn tatsächlich abzucrashen. Um ihn einfach aufzuhalten, weil ich hatte einfach eh keine Chance dran zu bleiben. Solche Geschichten einfach. So, eine Minute noch, bis die Overwatch sich einschaltet. Deswegen, ich fahre jetzt hier gerade mal ein bisschen langsamer, solange keine Ding da ist. Gucken. Ja, und auch gegen Rauschi, ne? Das war ja nicht böse gemeint. Das Ding war, ich habe ihm halt eine Ansage gemacht, damit ich wissen konnte, als R6, ob ich halt quasi in Fahrtrichtung, also gegen ihn fahren soll, oder halt mich schon umdrehen soll, damit ich halt ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Und dann hat Rauschi sich halt hinreißen lassen, einfach, ja, andere Dinge sozusagen
zu sagen, da habe ich ihm dann auch das Tipp genannt, einfach mal nur noch ansagen, wo der Racer ist, was der Racer macht, gar nicht mehr die eigenen Einheiten eingehen, ob sie richtig fahren oder falsch. Das war auch nicht böse gemeint, es war nur für meine Situation in dem Moment blöd, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt umkehren und warten, dass er noch kommt, oder hat er wieder umgedreht? Solche Geschichten einfach. So, Overwatch ist natürlich schon längst am Start, deswegen... Ich drehe jetzt dann auch gleich um. Gefährliches sind natürlich jetzt hier diese blinden Kuppen. Das ist keiner von uns. Also ich denke mal schon, dass der eine oder andere jetzt gleich hier entgegenkommt. Halt relativ viel Zeit von der Overwatch wegzunehmen. So, eine Minute haben die noch. Das war knapp. So, Overwatch ist gleich vorbei. Das hat er gesehen, ist mir aber egal. Dass ich mich ja immer verbremse. In jeder CVR-Ausgabe, wenn ich in die Kreuzung komme, bremse ich mich jedes Mal. Ja, die Nacht hilft mir jetzt halt gar nicht, weil man die Scheinwerfer doch schon sehr penetrant sieht vom Porsche. So, ich muss ein bisschen auf die Cayennes aufpassen, dass da nicht gleich eine Straßensperre oder so kommt da vorne. Oh, fuck, zu spät gebremst. Ja, bremsen muss ich echt ein bisschen aufpassen. Komm, ich nehme jetzt Autobahn, ist egal. Da sind die Straßensperren auch nicht so gefährlich.
Alter, meine Hände schwitzen, ey. Ich bin so aufgeregt gerade. Voll die Anspannung am Start. Ich fahre jetzt dann da vorne ab wieder. Verkehr, bitte nicht, ey. Voll übertrieben. Wow, okay. Übertreib nicht. Das war doch heftiger als gedacht. Vielleicht hätte ich das Fahrwerk nicht ganz so hart auslegen sollen. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ja, aber die Vermutung bleibt bestehen. Die Fahrzeuge, die einfach zu viel Topspeed haben, das ist einfach zu mächtig. Also gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Soll man die Topspeed einfach nur beschränken oder soll man wirklich von dem Leistungsindex wieder runtergehen, dass man gar nicht so die Möglichkeit hat, so viel reinzubauen, oder soll man die Power oder das Leistungsgewicht viel mehr beschränken, dass man sagt, okay, das Leistungsgewicht soll entscheidend sein. Solche Geschichten wäre schon interessant zu wissen, weil aktuell ist es halt so, Autos mit Mittelmotor und Heck, oder also Mittelmotor oder Heckmotor mit Heckantrieb dürfen bis LI 930 aufbauen. Und das ist schon halt verdammt stark dann, ne? Da bist du halt auf dem Niveau, wo dann halt so der Paganis und so weiter unterwegs sind. Oder eben so ein alter Königseck. Oder so ein getunter Carrera. Also ja, es gibt Möglichkeiten, das einzuschränken, und ich finde, man muss es einschränken. Einfach so, das ist so der Gedanke, der ich jetzt schon gegen Andi einfach weil, ne, also mal ganz ehrlich, wir hatten schon viele geile Manöver und geile Verfolgungen, und es soll ja auch eigentlich viele Verfolgungen geben, aber so sind die Verfolgungen eigentlich schon direkt beendet, egal was passiert, und das ist halt dann so ein bisschen schade. So, es sind noch ein bisschen mehr als 2 Minuten, bis die nächste Overwatch kommt. Ich muss gerade überlegen, ob ich nochmal in die Highlands fahren soll oder was ich machen soll. Strand ist gefährlich. Hier im Süden ist auch gefährlich, weil halt die anderen Einheiten relativ schnell spawnen können. Ist nicht so ohne. Da stand eben ein Auto mitten im Napamba. Ja, andererseits hilft mir natürlich die Nacht auch relativ schnell zu erkennen, ob da ein Blaulicht am Start ist oder nicht. Also kann auch relativ schnell jetzt einschätzen, ist ein Cop, ist kein Cop. Also, ne, es ist wegen jetzt Nacht und Tag, ist kein Vorteil oder Nachteil. In dem Sinne, es hebt sich auf, würde ich behaupten. Natürlich sieht man die negativen Seiten meistens dann lieber und gar nicht so die positiven. So, hier ist immer gefährlich. Hier fährt auch der Aventador meistens durch. Die stärkste Einheit der Cops. Die aber halt ja durch die Overwatch-Funktion halt auch dann manchmal aus dem Spiel genommen wird und selber gar nicht so aktiv werden kann. Der Overwatch ist gleich wieder. Deswegen, ich kann jetzt nicht versuchen, hinten rum zu fahren. Nutze den direkten Weg. Dann dahin zur Farm. Vielleicht repariere ich mich einfach auch mal. Schließlich habe ich ja den einen Reparaturpunkt noch und die Reifen werden auch nicht besser. So, Overwatch ist am Start. Ist keiner von uns. Ja, wie gesagt, die Cayenne können halt immer gefährlich werden. Aber
Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht böse gemeint, die zwei, die es machen, das glaube ich zum ersten Mal mit den Cayennes. Sind noch ein bisschen zögerlich, noch ein bisschen überfordert. Das ist das Problem. Beim Cayenne musst du richtig schnell schalten, die Map auch gut kennen und relativ schnell wissen, was Sache ist. So, ich repariere mich jetzt, auch wenn die wissen, dass ich mich repariere. Bei Andi hat das vorher auch ganz gut geklappt. Komm, reparier mir die Seite. Ich brauche einen neuen Außenspiegel. Hier ist voll der schöne helle Tag schon. Aber das ist wieder wie immer Forza-Synchron Point. Und wieder zurück. Ich fahre halt gerne hier oben lang. Ich finde, es müsste mehr solche Straßen hier geben in Forza. So bergpassmäßig. Das sind die Cayennes oder zumindest mal einer davon. Ne, das ist ein R6. Wow, die scheiß Passanten hier. Das ist halt das echtes Gefährliche hier. Der ist ja dran, der ist dran. Na, komm nur ran, komm nur ran. Komm nur ran. Komm nur ran. So, jetzt Heckmotor, jetzt musst du mir Grip bringen da auf der Hinterachse. Also das habe ich ein Nachsehen gegen den R6. Das ist nur die Frage, ist er noch dran oder nicht? Wenn er noch nicht mehr dran ist, muss ich da vorne auf der Straße auf jeden Fall abbiegen. Er ist noch dran. Sehr gut. Watch ist auch gleich vorbei. Zeit wieder gut verplempert, so gesehen. So, jetzt hier Vollgas durchziehen da vorne. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Das ist echt eine blinde Stelle hier. Aber sieht gut aus. So, jetzt wohin? Das ist die Frage. VIP wäre eine gute Möglichkeit. VIP-Haus. Da muss ich jetzt da vorne aber wieder umkehren. Der Passant da vorne gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ah gut, Zone. Sehr gut. Oder Kingfisher Cottage wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich probiere es mal mit VIP. Doof, dass er jetzt weiß, dass ich hier bin. Ja. Mein Herz, ey. Anspannung ist da. Es könnte sein, dass sie zugestellt haben. Dann bin ich gerade echt am Überlegen, wie ich weiterfahre. Das ist nur einer bis jetzt. Upsala.
Ja, ist noch einer. Bäm! Pünktlich abgeliefert! Hä, was? Ihre Donutlieferung ist pünktlich erfolgt. Cool! Haben wir nur noch einen Camaro oder was war das jetzt gerade? Was? Es war nur einer da und es war noch rumgerollt. Ja, was war denn mit VIP? Wie, was war mit VIP? Ja, was ist das? VIP-Haus zustellen hieß es. Ich habe nur von einem Camaro vor allem das Jahr gehabt. Haben wir nur noch einen oder wie schaut's aus? War woanders. Ja, VIP wahrscheinlich mit Ferl und Männer verwechselt vielleicht. Ja. Wo ist denn das scheiß VIP aus? Ja, das ist Lake Lodge. Lake Lodge ist am Norden am See. Ja, das habe ich dafür jetzt nicht erkannt, also. Mir ging die ganze Zeit die Pumpe, aber aus eurer Sicht war es wahrscheinlich eine ziemlich ernüchternde Runde, schätze ich mal. Was nur meine These bestätigt, was ich auch während meiner Racer-Folge jetzt an die Zuschauer gesagt habe, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal wiederholen, das können wir dann gleich offscreen besprechen. Also zweimal die Racer einfach zu schnell für die Cops, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht für die Zuschauer, dass ihr trotzdem ein bisschen was miterleben konntet. Und auch nochmal in der Form, ja, soll ich jemand vorhin als Kopf blöd angemacht haben. Ja, das war nicht so gemeint. Ja, das war nur halt so ein bisschen die Anspannung. Es lief nicht so perfekt. Ich habe ja auch ein paar Tipps gegeben, was man besser machen kann. Auch ich selber habe mir Tipps gegeben, was ich besser machen kann, weil ich einfach nicht konsequent genug agiert habe. Also von dem her, Verbesserungspotenzial gibt es immer und Erfahrungswerte gibt es auch immer. Deswegen, danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Checkt die anderen Sichten aus. Gerade denke ich, die Schlussphase bei Andy ist sehr interessant, wie er uns alle ausgetrickst hat, indem er einfach mal einen Rundkurs gefahren ist. Auch ein cooles Manöver. Ich bedanke mich bei allen dennoch und deswegen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.